Das Spiel hat seine Regeln, doch wir schreiben einfach ein paar neue. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bandicoot 4, der Zorn des Cortex. Wir haben beim letzten Mal in H2O9, ja, den Edelstein eigentlich ein bisschen verfrüht geholt, würde ich sagen. Denn ich denke mal, dass es von Traveler's Tales geplant war, dass man jetzt erst hier Rohrbruch macht und den Doppelsprung bekommt und dann erst den Edelstein hier holen kann. Aufgrund eines Sprungs im Bonuslevel. Aber wir haben es schon vorher geschafft, weil wir einfach gut sind und einfach mal ein bisschen mitgedacht haben und es vor allem sehr glücklich mal geschafft haben mit dem Sprung. Und so können wir jetzt entspannt den Boss machen und müssen uns hier in dem Warp Room erstmal um nichts mehr kümmern. Hier das Relikt in Dschungelgerumpel müssen wir jetzt noch nicht holen, beziehungsweise können wir noch gar nicht holen in Platin oder auf Platin, weil wir ja noch keine Sprintfunktion haben. Bei Coco gilt dasselbe, außerdem haben wir einen farbigen Edelstein noch nicht, den wir hier brauchen. Und das Level haben wir komplett und hier fehlt uns ebenfalls das Relikt und da es ein halbes Lauflevel ist, gilt hier dasselbe wie bei Dschungelgerumpel. Und deswegen werden wir jetzt Rohrbruch zocken und hoffentlich nicht so verkacken wie beim ersten Boss. Weil wir dich fertig machen werden. So, jetzt werden wir dich hier plätten, hoffentlich. Und direkt ein Leben verloren. So muss das sein. Ein schöner Start in den Part. Und ein schöner Reim. Nur für euch. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. So. Wir haben jetzt 39 Leben. Ich möchte nicht unter die 30 Leben-Marke gehen. Also mit diesem Bosskampf hier. Weil das ist es nicht wert. Also das muss nicht sein. Tschüss. So. Jetzt kommt das und ich glaube die, genau, die Scheiße. Die Algengrütze hier. Was war das? Man kann da so Skills schaffen. Ich glaube beim Let's Play habe ich auch massig Leben verloren, oder? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wie es mit der P war. Ich weiß noch nicht. Es kann sein, dass ich das nicht mehr so gut im Kopf habe. Ich glaube, es war immer noch in der gleichen Aufnahme mit Virginia, richtig? Ich glaube schon. Ich weiß noch, die muss dann später weg, wegen ihren Brüdern. Ey, scheiße. Und ich glaube, ab H2O9 habe ich dann, glaube ich, alleine gespielt, oder? Oder war das... Ich weiß nicht, wann wir die Aufnahme angefangen hatten. Ach, scheiße. Ich weiß nur, in einem Unterwasserlevel war das. Vielleicht war das auch schon Muschelmetzchen. Auf jeden Fall habe ich hier gefailt, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch hier werde ich, fail ich gerade, auch hier werde ich jetzt wieder failen. Weil ich einfach nur schlecht bin. Die Plattform gehen auch nicht unter, die versinken nur so ein Stück. Aber an sich nichts Dramatisches. So, jetzt kommt noch der Donner dazwischen. Weiß nicht, wirklich schlimm ist. Kommt genau jetzt, genau. Wir warten noch ein. Die versinken doch. Ich dachte, die gehen nur so ein Stück unter. Okay, die versinken komplett. Weiß ich Bescheid. Also ich habe bis heute nicht ganz verstanden. Mann, ich bin so dumm. Ich hasse es ja so untalentierten Leuten beim Zocken zuzugucken. Also wenn man selber so das direkt hinkriegt. Also ich sag mal, bei Latency ist es was anderes, wenn jetzt irgendwelche Rätsel sind oder so. Bei denen man vielleicht mal auf dem Schlauch steht. Aber gerade bei sowas hier, so einfache Sprünge oder sowas, da kriege ich mal selber das Kotzen. Und deswegen kann ich es auch gerade nicht abhaben, wenn ich mich jetzt hier so ultra schlecht anstelle und ihr das anschauen sollt. Wenn ihr das wollt. Also wenn ihr es anschauen müsst, wenn ihr auf das Projekt Bock habt. Ne, ich habe bis heute nicht verstanden, was dieses Ding da bringt. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, dieser Donner. Tschüss. So. Oh, das war schon das Ende. Ja, super, ich dachte, es kommt noch eine Ecke. Doppelsprung. Sie können doppelt so hoch springen, indem sie vor dem Absprung und am höchsten Punkt jeweils X drücken. Jawohl, Doppelsprung. Sehr, sehr nützliche Fähigkeit und er macht ihn einfach mal nicht. Schön. Ja, es ist so schön, einfach wieder produktiv zu sein, ne? Gerade wenn man noch so Rayman spielt oder bei Zelda sieht man den Fortschritt meistens nicht so rasant und bei, was sag ich noch, bei SpongeBob, ich weiß nicht, das geht so mit dem Fortschritt. Du machst mich vor meinen Anhängern lächerlich. Du hast nicht nur die Elementalmasken besiegt, sondern sammelst immer noch diese wertlosen Kristalle. Na, du bist so weit gekommen, aber nun ist Schluss. Pyro, das Feuerelemental, wird dafür sorgen. Komm schon, Cortex. Ich brauche keine Hilfe von so einer doofen Maske. Ich kann es selbst mit Crash aufnehmen. Crunch, tu, was ich dir sage. Du und Pyro werden Crash und seine lästigen Freunde besiegen.
Wertlose Kristalle, ja. Das glaube ich mal nicht. Die werden uns schon noch von Nutzen sein. So, was haben wir denn hier für einen schönen Warp? Wir haben Spießruten laufen. Ein schönes Ritterlevel. Ich meine, das war wirklich eine Death Route, ja. Also da sollten wir gleich nicht sterben. Dann haben wir Tsunami, ein schönes Koko-Verfolgungslevel, wo wir eine der schwersten Death Routes überhaupt finden. Ich würde sagen, die schwerste Death Route überhaupt, auf die ich mich sehr freue. Da brauchen wir aber auch einen farbigen Edelstein für. Ich glaube, es war der blaue. Haben wir überhaupt schon einen? Ich glaube nicht, ne? Farbige haben wir, glaube ich, doch. Wir haben den blauen und den grünen. Das heißt, wir könnten das theoretisch schon machen. Ich meine, das war nämlich die blaue Plattform hier bei Tsunami. Und wir haben auch genug Leben, also... Doch. Machen wir gleich, glaube ich, direkt. So, Smokey und das Bandicoot. Ein Rennlevel, eigentlich so das einzige. Okay, wir sind auch im Jeep mit... Wir sind auch bei Dschungelgrummel mit dem Jeep gefahren, so. Aber hier ist es halt ein reines Rennlevel. Das einzige seiner Art an dem nach. Aber es ist ziemlich cool. Sollte kein Problem sein, das auf 100% so zu bringen. Außer vielleicht Platin, weiß ich gar nicht. Eskimo-Rolle, das wird übel auf Platin. Aber an sich eigentlich ein sehr cooles Level. Gefällt mir sehr gut. Und Fahrenheit-Verwirrung, naja. Geht so. Muss jetzt auch nicht so sein. Aber wir fangen an mit Spießruten laufen. Und wie gesagt, nicht sterben, denn Deathroot. Aber erstmal kommt sowieso wieder Pyro. Insofern können wir uns noch was Zeit lassen. Mit dem Rausschneiden. Naja. Ich weiß, dass meine Brüder mit dir Schwierigkeiten hatten, mein kleiner oranger Freund. Aber ich bin nicht sicher, warum. Wird es warm hier? Ist das Tragen dieses Pelzes sicher? Er sieht aus, als könne er brennen! Jawohl, so. In einem Level war hier vorne was. Ich weiß jetzt nicht, welches Level das war. In dem Level ist es auf jeden Fall noch nicht. Da ist einfach nur... Ja, es soll wahrscheinlich schwarz sein. Es sieht aber eher so giftgrün aus, was da unten ist. Naja, okay, gut. Also, wie gesagt, nicht sterben. Ganz, ganz wichtig. Da vorne habe ich irgendwie eine Maske gesehen. Ja, da ist auch eine Maske. Gut. Ich habe irgendwie da oben in der Kiste eine Maske gesehen. Ich weiß nicht, was mit mir schief ist. Naja. Wir haben ja gerade einige Leben gelassen bei Rohrbruch. Aber wir haben trotzdem noch genug, würde ich sagen, für Tsunami gleich. Ja, ihr wisst ja Bescheid, Tsunami... Mit dieser Death Route, die wirklich ziemlich schwierig ist. Das habe ich, glaube ich, beim letzten... Ich glaube, das habe ich mit dem letzten Leben geschafft im Let's Play, ne? War das nicht irgendwie so episch? Wo ich selbst schon fast nicht mehr dran geglaubt habe? Okay, dann geht die halt nicht auf Zeit, die Plattform, von mir aus. Eine Maske haben wir zwar, aber vorsichtig müssen wir trotzdem sein. Aber wir sind jetzt auch besser drin als im ersten Ritterlevel hier. Mit dem Drachen und so. Also Hexenmeister und Hexen, weil das war ja auch so eine Art Drachen, also so eine Art Mittelalter-Level, ja. Nicht Mittel, ja. Also Mittelalter-Level würde ich auf jeden Fall hier bei Crash 3 bezeichnen, aber die hier, das sind ja eher so, ja, das sind ja auch schon Mittelalter, Ritter sind ja Mittelalter, das kann man schon sagen. Eher so Burgen- und Ritterlevel. Ach, wir haben jetzt den Doppelsprung, stimmt, ey, da muss man sich erstmal so dran gewöhnen, ne? Wenn man sich jetzt die ganze Zeit ohne behelfen musste. Ist schon sehr chillig, vor allem wenn man dann mal irgendwie halb in den Abgrund springt. Dann kann man sich damit doch ganz gut manchmal retten. Hier müssen wir dann auch erstmal anwenden, glaube ich sogar. Da will ich natürlich nicht in die Nitro-Kisten rauschen, ganz klar. Okay, alles wunderbar. Die Dinger fand ich auch irgendwie immer ganz cool. Ich weiß nicht. Die haben was. Solange sie mich nicht zerquetschen, haben sie was. So, da war keine Nitro-Kiste hinter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieder ein paar Leben sammeln direkt. Für die große Stelle gleich. Zack. So, und da ist direkt das Bonus-Level. Hey! Sollte man in der Zeit-Challenge nicht machen, da einfach runterfallen, denn da ist nichts. In der Zeit-Challenge gibt es keine Bonus-Plattform und somit ist auch da einfach nur ein Abgrund. So, erstmal Leben holen. So. Alle TNT-Kisten einmal anstupsen. Wunderbar. Ach, diese Bonusbereiche sind so schön. Ich weiß nicht. Jeder einzelne Wumperfrot einsammeln. Da können da mich mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Schön schnell durchgekommen. 1, 2, 3, 4. Zack, bum, 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 bum. Wunderbar. Dann warten wir hier mal auf das Spektakel und dann schauen wir weiter. Okay.
Eins, zwei, drei, vier und fertig. Oi. Da wollte ich jetzt ein bisschen zu schön rüber. Da wäre ich fast in den Spalt dazwischen gefallen. Ey, das wäre nicht schön gewesen. Der ist schon halb runtergefallen. Der hat mich irgendwie so aus dem Abgrund gerettet. Sah spektakulär aus. Vor allem, weil, ja gut, nee, in dem Bereich ist es ja nicht schlimm zu sterben. So, hier wieder. Oi. Ein bisschen was kann von mir, gebe ich zu. Okay. Da vorne ist auch die Plattform gleich. Bam, bam. Ah, der lustige Mist. Oh mein Gott. Und jetzt einfach rüber. Man kann auch auf den Klingen laufen, ist kein Problem. So. Und Death Root. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Die Death Root erinnert mich an was. Und zwar an das Zitat, ja, vieles Geld kann sie auch nicht mehr retten. Ich erinnere mich. Das habe ich hier nämlich gebracht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau. Aber dieses Titanic-Zitat habe ich hier definitiv angebracht. Ob es angebracht war, weiß ich nicht. Ja. Bisschen durchlaufen hier. Chillig. Jetzt gleich kommen noch die ganzen Stufen. Naja, ich erinnere mich. Da werde ich mich gleich natürlich umbringen. Den Edelstein werde ich dann trotzdem noch haben. So, das war nicht so toll. Vor allem, weil man hier nicht so viel sieht einfach. Wo man genau landet. Und zack. So, und das ist der rote, ne? Nee, der lila, ne? Okay, gut. Ist jetzt schade um die zwei Masken. Aber egal. Wir wollen ja alle Kisten haben und so. Chillig. Wow, das war auch knapp. Ich wollte jetzt hier unbedingt drüber springen. Es geht offenbar nicht. Gut. Ich finde die Level eigentlich ganz cool, so vom Design her und so. Auch wenn man natürlich eigentlich ein bisschen böse Erinnerungen haben sollte an sowas wie, sag schnell. Fumbling in the Dark. Nur, dass das hier halt jetzt Licht beleuchtet ist, so. Ist halt beleuchtet jetzt hier. Der Weg in Fumbling in the Dark war logischerweise nicht beleuchtet. Aber an sich ja vom Theming her ist es ja eigentlich dasselbe, richtig? Und hier seht ihr jetzt auch mal das Example, das Beispiel. Death Root haben wir zwar gerade begangen, aber wir sind danach nochmal gestorben, nachdem wir, ja, quasi auf dem Weg zur Death Root sind wir jetzt nochmal gestorben. Und deswegen ist es jetzt einfach weg. Dahinter ist ein Zauberer, oder? Wieso wusste ich das? Es sind so Dinge, die weiß ich einfach. Ich weiß nicht, wieso. Da fragt man sich manchmal auch so, ja, okay, wieso weiß ich das jetzt? Ist auch so schön, dass man die Zauberer einfach in einem Dreh wegtöten kann. Ja, man kann sie wegtöten. Ja, weil in Crash 3 musste man die ja ganz umständlich immer zweimal treffen, weil sie dann keine Kleidung mehr hatten. Ich glaube, in der japanischen Version war es ja nicht so, ne? Da hatten die, glaube ich, nur einen Treffer oder so. Ich meine, da hatte ich mal eine Trivia zu. Oder hab's zumindest mal irgendwo gehört. So. Maske sammeln wir natürlich ein. Oh, das macht gerade so viel Spaß, das Spiel. Das ist unglaublich. Das ist richtig cool. Vor allem, wenn wir so produktiv sind und alles so direkt auf Anhieb so schaffen und so. Ach, ich bin Superman, das habe ich jetzt erst gepeilt. Ich dachte schon, was geht jetzt schief? Eieiei, Moment. Wir haben noch gar einige Nitro-Kisten hier. Wahrscheinlich kriege ich jetzt den Edelstein nicht, weil ich irgendwo eine Kiste übersehen habe. Und werde dafür bestraft, dass ich gerade gesagt habe, es läuft alles so gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Denn da oben ist noch was. So, ein paar Leben. So. Zack. Durch. Und die restlichen Kisten sind jetzt bitte. Jawohl, Nitro-Kisten. Wunderbar. Wir haben alles in diesem tollen Level geschafft, bis auf das Relikt, was wir jetzt noch nicht holen können. Und das macht mich so glücklich. Oh mein Gott. Sehr schön. Nächstes Level. Ach, schön. So viel geschafft hier. Oh mein Gott. Ja, ich zeige euch jetzt ausnahmsweise mal wieder den Warp Room. Einfach nur, ich weiß nicht wieso. Wir können jetzt eigentlich mal den Part beenden, aber wir können ihn auch länger machen. Ich glaube, den Part werden wir jetzt mal beenden. Ich glaube, das mache ich jetzt so. Hier. 31% haben wir schon. Ist das nicht sexy? Ist das wunderschön? Wunderschön ist das. Ja, weil der nächste Part wird wahrscheinlich ein bisschen... Also das Level wird jetzt noch ein bisschen länger dauern, weil wir den Edelstein hier noch holen wollen. Werden wir den jetzt holen können. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die blaue Plattform war. Ich meine da nämlich was im Kopf zu haben. Es war nicht rot und es war nicht gelb, da bin ich mir sicher. Vielleicht war es auch pink, aber es war auf jeden Fall irgendwas, was wir jetzt schon haben. Das definitiv.
Und deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher werden, das Level. Wir werden es nicht in 5 bis 10 Minuten schaffen. Relikt, Edelstein und Kristall könnte ich mir vorstellen schon, aber mit dem einen Edelstein noch, nee. So, wir haben auch 43 Leben, also das sollte auf jeden Fall beim nächsten Mal machbar sein. Ich habe es extra deswegen abgespeichert. Und wir sehen uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal dann hier wieder. Und dann geht's, dann gibt es den Tsunami und danach sollten wir eigentlich auch im nächsten Part schaffen, Smokey und das Bandicoot, worauf ich mich schon sehr freue, weil das ein sehr, sehr cooles Level ist. Und es auch sehr chillig sein sollte. Wir sehen uns, bis dahin. Tschüss.